Dann war der Timer schon oben. Wir müssen mal gucken, auch wenn sowas ist, dann ist auch irgendwie die ganzen Rollen sind dann auch komisch verteilt. Die Trikotanzeige passt doch schon wieder nicht mit dem, was jetzt hier tatsächlich ist. Wieso? Ich hoffe, dass keine hohen Bälle kommen. Wo hatte der Ingo das gewählt? So, ja. Oh, Mann. Hier waren jetzt braune Trikots zu sehen. Ja, stimmt. Also ein bisschen. Oh. Der Patrick wünscht uns noch viel Erfolg. Und jetzt blau. Ja! Oh, schade. Danke, Patrick. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. Ein Pass mit viel Auge. Pass kommt, aber das ist dann abseits. Enge Geschichte. Oh, diese Kamerafahrt, die macht mich so irre. Früh, da müssen Sie dran arbeiten, denn eigentlich ist das ja eine Strategie, die vielversprechend ist, die durchaus zu Toren führen kann. Pass kommt nicht an. Jetzt wieder an. Okay. Hat aber hier zugelaufen. Ja, ja, genau. Ja, ganz stark. Das Ding doch drin hier. Oh, Scheiße. Ich dachte, der Ball von Gehschnur. Aber trotzdem sehr stark gemacht. Sie können den Ball abholen. Nee. Winter. Der Martin gibt auf. Abseits. Nee. Abseits, nee, völlig ich klar. Abseits. Das war unnötig. Ja, da natürlich müssen Sie sich mehr Zeit lassen. Viel zu hastig, dieser Pass. Nee. Vorne ist doch jemand im Abseits. Also da fehlt die Übersicht. Das sind so Szenen, die sehen Trainer noch wirklich nicht. Aber komm ein bisschen weiter auf die Außen an die Schöner Linie. Ja, jawohl. Schön zurück. Hast du ja mich gerade in der Situation in Theo ein bisschen überflüssig gemacht. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nein. Das gibt Ecke. Könnt ihr aber auch einfach. Da kommt die Ecke. Oh. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden. Da stehen leider jede Menge große. Ja, zwei Stück mit Meter hier. Das muss es doch sein. Unglaubliches Tor. Seinfalls hier. Was für eine akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. So ein Volta-Tor. Was machen die denn da in, im Netz? Oppo 6. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Hammer. Vielversprechender Steilpass. Ja, das ist. Ach, oh. Das geht so nicht. Aber das ist natürlich eine vielversprechende Strategie. Sie wollen die Abwehr zu Fehlern verleiten. Sie spekulieren auf die Lücke, spekulieren auf den optimalen Pass. Hier kam der Lauf etwas zu früh. Guck mal, wie beweglich der Daumen ist, ey. Wir hätten da eben noch gesagt, die sind so unbeweglich. Nicht ungefährlich. Oh, Schatze gehechtet. Und gehalten. Ja, schon kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Du? Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Kommt in die Mitte. Schön. Oh, okay. Schön. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Schon wieder. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da haben sie den Ball. Gehalten war kein wirklich gefährlicher. Schöner Arsch, wenn die Haare. Hat nichts gebracht.
Schön. Schade. Ja, brauchbarer Schuss aus der Distanz, aber am Ende fehlt noch einiges. Ja, so, boah, guck mal, der. Sorry, ich wollte es warten. Alles. Guck mal, dem schiebt mich da einfach weg. Genau so ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihnen nicht machen. Ja, ist überhaupt nicht aufgestützt. Sie können klären. Jetzt aber hier ganz frech. Oh, schade. Guter Schuss jetzt. Oh, das ist jedes Ding aufs lange Eck ist drin, das ist doch nicht mehr, also. Guck ja, Dennis, aber ziemlich angepisst. Oh, der Eschen, das hat er noch gehabt. Sind aber festgehalten. Schön. Super dazwischen gegangen, da hast du den Ball wieder. Warum wollte ich nach vorne spielen? Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torschancen und sie müssen sich nicht noch, dass sie hinten liegen. Das sieht durchaus vielversprechend aus jetzt. Mal schauen, Göni? Was draus machen wird. Ja. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Kann den Ball schade. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der Probleme mit Farben hat. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ecke kommt in die Mitte. Flanke kommt in die Mitte. Der Arsch. Aber ganz, ganz stark gehalten. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. So, Michael zieht mal einen raus hier. Ecke kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. So langsam. Mit Auge. Hinter dir, Tom. Hinter dir lang. Ja! Der Torwart. Selbst stand ich doch da, Gülli, weil ich den gesehen habe. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Auch doch nicht mit dem Hand in Hand zu laufen. Die Chance für den Konter. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Vielleicht jetzt! Nein, das ist schon gespielt. Boah, wie bin ich jetzt genau? Ah, da ziehst du mich raus. Schön. Ich wollte sagen, also gerade den Dom braucht man euch nicht sagen. Der hat so oft auch als AV schon uns so Flanken weggeköpft vor dem Einschussbereiten. Vielleicht hat er es ja nicht gesehen. Ja. Weil er so halt Richtung Mitte Tor gezogen ist, ne? Eigentlich nur horizontal quasi. Links gelaufen. Hast du diese dynamische Kamera an? Ja, immer wieder mal kommt sie. Es geht weiter in diesem Spiel, in dem es aktuell eine Führung für die Spicy Boys gibt. Schön. Schön, Günni. Da kommt die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Vorne jetzt die Balleroberung. Nein! Ja, nein. Genau das meinte ich vorhin. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel hin. Du hast den Ball und dann drehst du dich von unserem Tor weg und willst scheinbar nach vorne laufen oder passen oder wie auch immer. Die Zeit hat man noch nicht. Einfach passen, zum Torwart oder ins Aus, ist doch scheißegal. Also ich, nicht, dass du das immer machst, wir machen das alle. Kriegen den Ball und drehen uns dann erstmal schön. Geht dazwischen und hat den Ball. Da ist Platz auf dem Flügel. Der Tom. Schön. Da spielt sich auch da hinten hoch. Nee, ich wollte den eigentlich nicht haben jetzt. Der extra nicht gefordert. Super dazwischen gegangen. Und dann jede Menge Druck
Das ist total nervig. Der kann halt in den Ball laufen und mich, mein Spieler macht einen Schritt zurück, obwohl ich nach vorne drücke. Das ist total blöd gemacht. Zu lang, kein Problem für den Boah. Ball kommt in die Mitte. Schön. Und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Ach, auf Arnie. Und das ist der Ballverlust. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Ballgewinn, gefährliche Position. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Winter. Johansson. Schön. Flanke kommt rein. Oh, schön. Flanke abgefangen, behält er die Nerven. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Zu lange wartet. Geht er rein? Schön. Schön. Gute Körperbeherrschung. Er wackelt kurz, aber er fällt nicht. Nee. Der Oberkorn im Abseits gestanden hat. Das ist aber auch mal interessant. Sie holen sich Was den kommst Ball. Du denn da vorne schon wieder rum? Tolles Zuspiel. Und sie kehrt tatsächlich zurück in schön, diese Spiel. Schön. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Ich glaube, wir fangen so viele von diesen von den Pässen ab oder von den Flanken, weil wir dann einfach ein bisschen tiefer stehen und die auf uns zulaufen. Da kommt schön. Da passt er auf und kann klären. Es wird Ecke geben für die Spicy Boys. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oh. Ja, aber ist ja gut. Nach außen klären ist immer besser wie vor dem 16er. Gerade bei einer Ecke. Vor dem 16er ist so ein Getümmel. Schade. Dann gibt es halt Einwurf für die, das ist scheißegal. So, Ecke kommt. Da können sie kontern. Schöner Steilpass. Ach, schön. Ball im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Ist es das? Der Torwart ist da, hechtet zum Ball. Und das gibt's gar nicht. Der Arne zieht ihm an der Unterbuchs. Ich stehe auch noch in der Schussball, interessiert ihn gar nicht. Er macht den lang und kann das Gegentor verhindern. Eine weitere Ecke. Jetzt der Steilpass. Boah, geiles Ding. Geht mit dem Ball am Fuß nach hinten. Ja? Boah, schade. Sie liegen mit einem Tor zurück. Aber jetzt nochmal Ecke. Wird das noch was? Ecke in den Strafraum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Geldverdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren.
Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Und dann kriege ich ihn nicht weg. Das ist so nervig. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr. Der Oberkorn raus davon. Natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. So, jetzt nochmal ein Dampf, 85. Oh. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Hä? Jetzt haben sie mich schon verwirrt hier. Nicht nur dich. Die Reingabe jetzt ins Da bin ich schon mal sehr beruhigt. Aus dem Angriff wird also nichts. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. In der letzten Viertelstunde also spielt hier vor allem ein Team, das sind und wird dann vor die Füße beim Ballbesitz. Und wenn sie diese Überlegenheit in ein weiteres Tor ummünzen können, dann gehen die hier sicher. Nee. Schnell nach vorne. Ja, ich hab's schon wieder. Ja, aber das. Machen Sie gut, Steilpass. Der Ball. Scheiße. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Wir hören den Schlusspfiff. Also, ich will nicht behaupten, dass wir es dann noch geschafft hätten, aber ihr sagt dann immer schnell nach vorne. Wir haben die letzten drei. Versuchten Angriff, haben wir einfach das Ding lang nach vorne gekuppelt. Anstatt halt flache Dinger zu spielen, hat auch der Patrick extra geschrieben. Also ich bin da mal raus. Jo.